Ich bin hier im Moment auf dem Stand von dem Herrn Pfaff und wir haben hier ganz wunderbare Sachen gefunden, tolle Vogelhäuser und eine ganz besondere Sache, ich komme von Vogelhäusern auf Hundehütten. Wie geht das zusammen, Herr Pfaff? Ja, es war eine Idee meiner Frau. Wir haben irgendwo mal ein Weinfass gesehen, ein Hund ist reingegangen und wir haben gedacht, okay, es wäre ein schöner Anlass, mal das aufzunehmen und ein Produkt daraus zu entwickeln. Es hat ein wenig gedauert, bis wir jemanden gefunden haben, der es in die Tat umsetzen kann, sind aber dann weitergekommen und heute sind wir so weit, dass wir sagen können, wir haben aus einem Fass eine Hundehütte gemacht, wo sich Tiere drin wohlfühlen, wo der Hund einen Raum hat, wo er sich hin zurückziehen kann, wo der Hund auch in der Lage ist, diese Hütte von sich selbst zu erwärmen und es ist ein ganz tolles Produkt für Hunde und Hundeliebhaber. Wunderbar. Gibt es das jetzt für kleine Hunde und für ganz große Hunde? Ja. Wie Sie hier sehen, gibt es hier für kleine Hunde, das ist für Hunde bis zu einer Schulterhöhe von 42 cm. Und dann gibt es noch eine größere Hundehütte, das ist für Hunde bis einer Schulterhöhe von 65 cm, wo der Hund immer so gut reinpasst, die Größen optimiert sind. Ja. Dazu gibt es noch als kleines Highlight aus einem echten Barrique-Fass, was auch als Einzelstück nur produziert wird, hat einen etwas exklusiveren Preis. Dafür ist es wesentlich haltbarer. Das Produkt ist aus Robinie, ist naturgeölt und damit erzeugt man halt einen besonderen Charakter, einen besonderen Flair bei sich zu Hause, in Heim oder im Garten. Also man kann es auch draußen lassen und es verwittert nicht unbedingt. Es ist also behandelt und auch geschützt vor Feuchtigkeit etc. etc. Das Haus, wie es jetzt hier steht, steht bei mir zu Hause in meinem Garten, hat den ganzen Winter in einem Meter Schnee gesteckt. Wir haben es vorgestern erst hier hochgeholt und man sieht, also es kann das gut ab. Wunderbar, sieht also toll aus und das ist eine Eigenproduktion und wird dann zukünftig nur hier zu finden sein. Die Eröffnung wird sein im Mai? Die Eröffnung wird Ende Mai sein. Den genauen Termin werden wir noch bekannt geben, weil das Wetter in der letzten Zeit uns so viel Streiche gespielt hat, dass wir den Eröffnungstermin schon zweimal verschieben müssten. Wir sind heute so, dass wir sagen, ab einer gewissen Bauphase können wir genau den Termin sagen und es wird in den nächsten 2-3 Wochen veröffentlicht und dann sagen wir, okay, Zielrichtung Ende Mai, nageln wir den Termin fest und dann sind wir am Start. Wunderbar.